Und herzlich willkommen zurück zu der Mindtest Survival Let's Play. Survival? Nein, kreativ. Ich müsste auch mal. Ach, fuck, Alter. Mal schauen, vielleicht mache ich irgendwann mal so einen richtigen Hardcore Survival Server auf. Wo wirklich, ne? Ohne Administrator. Also, ich als Administrator natürlich, klar, aber. Ich meine jetzt ohne Moderator, ohne irgendjemand, der irgendjemandem helfen kann, sondern wirklich einfach jedes auf sich gestellt. Und wirklich alles so, dass man wirklich realistisch. Also, weil da werde ich dann wahrscheinlich ein bisschen was tweaken müssen. Aber halt auch sowas, wo ich dann wirklich so eine Wassermod hinzufüge, dass man auch trinken muss. Es gibt sogar eine Mod, wo man Sonnenbrand bekommt. Sonnenbrand? Hallo? Ich meine, sind wir in der Wüste, wo man Sonnenbrand bekommt? Wer hat sich diese Mod ausgedacht? Also sowas kommt bei mir definitiv nicht rein. Aber halt sowas eben, wo man halt, ne, wegen Verdursten. Weil, ganz ehrlich, diese ganzen Server hier sollten eigentlich alles Survival-Server werden, aber das ist halt alles so low-level. Weil zum einen will ich halt schon so, ne, dass, wie gesagt, kreativ kommt bei mir sowieso, Kreativ-Modus kommt bei mir sowieso nicht in die Tüte. Aber das Problem ist halt, ich könnte es einstellen, dass wenn man stirbt, man die Sachen, dass die Sachen da bleiben. Dann rief ich aber Spieler auf, dass es denn blöd ist zum normalen Spielen. Dann könnte ich es auch so machen, dass ja wesentlich aggressivere Tiere spawnen. Da kommen aber wieder Spieler, denen das zu schwer ist. Ich könnte so machen wie am Ursprung gedacht, mit Tag-Nacht-Rhythmus. Problem ist, dann könnte man direkt in der Nacht spawnen zum ersten Mal. Also die Leute, die zum ersten Mal ankommen, könnten dann in der Nacht ankommen, könnten dann gleich erledigt werden. Das wird dann vom Niveau her zu schwierig. Außerdem, wenn man halt, müsste man dann auch komplett ohne Items in die Welt kommen. Wobei man darüber streiten könnte. Aber wie gesagt, so ein paar Sachen. Und das Problem ist halt immer, zum einen, ich persönlich mag es halt, so wirklich extrem Survival. Aber ich will es ja nicht nur mir gerecht machen, sondern das soll ja keine, sondern ja eben, das soll ja Server für auch für andere zum Spielen sein. Und von daher werde ich mir selber mal vielleicht irgendwie mal fürs Let's Play mal wirklich, wo dann auch halt auch nur ich selber drauf spiele, mal so einen richtigen kleinen Server für den Eingebrauch machen, wo ich dann wirklich komplett auf Survival gehe. So, jetzt gucken wir mal hier. Wir setzen mal das Ding einfach mal hier hin und gucken mal, wie sind denn die Distanzen? Was? Achso. Oh, wir haben nur noch 7 Entfernung zur Mitte. Ah, ist also schon viel zu weit. Okay. Achso, wow, die 7 ist die Höhe. Wir haben 82 Entfernung? Digga, was geht? Holy moly. Gott, wir sind doch noch ultra weit entfernt. Ja gut, dass wir so eine lange Strecke noch vor uns haben. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Also. Gut, zu wissen. So, siehst du, dann kann ich eigentlich gleich mal gucken, wie es eigentlich war von der Höhe her. Von der Höhe haben wir einen Unterschied von 7. Die Frage jetzt plus 7 oder minus, also sind wir jetzt 7 höher oder 7? Ne, wir müssen eigentlich 7 tiefer sein. Ja, genau, wir müssen 7 tiefer sein. Ja, alles andere würde doch gar keinen Sinn machen. Weil wir sind hier auf Wasserniveau und der Punkt da oben ist aber ja nur immer noch auf dem Abhang. Das heißt, andersrum, wie gesagt, macht gar keinen Sinn. So, das heißt, wo beginnen wir denn ungefähr mit der Biegung? Oh, na, schau mal, guck. Wenn das mal kein Sand ist. Was? Wow. Na, die bringen ja voll viel.
Ja, klar, das gleiche. Ja, gut. Das hat ja voll viel gemacht. Ach, scheiße, warte. So, wie sieht's jetzt aus? Alter, immer noch so viel. Alter, die Waldfee. Alter, dass das so weit reingeht. Ja klar, stimmt, wir sind ja eben, wir müssen nach. Unser alter Weg führt dann nach oben und erstmal ganze Stücke nach links. Das ist ja eben. Die Strecke müssen wir jetzt quasi hier komplett nachbauen in dem Sinne. Das ist natürlich vielleicht doch ein bisschen mehr, als ich jetzt so gedacht hätte. So, meine Spitzhacke gibt doch langsam wieder den Geist auf. Gut, dann geh ich erstmal wieder heim. Pack A ein paar richtige Lebensmittel ein. Die auch ein bisschen mehr auffüllen als immer nur ein einziges. Und dann gleich mal hier mein Werkzeug reparieren. Ach ja, unsere Felder. Ich habe was auf die Seite machen, das ist natürlich noch ein bisschen offen. Zum einen können wir es natürlich einfach so lassen, weil die sind da richtig Bäume und so ein Scheiß. Zum anderen möchte ich aber hier noch ein paar Gebäude hinmachen. Da wäre es natürlich möglich, auch noch hier ein paar Gebäude hinzumachen. Ich muss sowieso gucken, wie wir das allgemein machen, weil ich will ja hier noch ein richtiges Tor machen. Ne, so ein richtiges Eingangstor. Da müsste dann aber der Weg und das Gleis durch. Wie wir das denn designtechnisch denn bewerkstelligen? Das müsste ja ein ganz schön großes Tor sein. Vielleicht richtig so eine Torbogen. Ich meine, ist ja hier der Kreativserver, da gibt es ja verschiedene Schrägen. Kann man das so ein bisschen abschrägend machen? Also so richtig so halt als Bogen. Und ein eckiges Tor wäre schon hart langweilig. So. Geröll. Was ist das denn eigentlich alles? Oh, hier haben wir auch. Wow, hier haben wir auch schon Kies. Ja, siehst du, darauf habe ich gar nicht geachtet. Haben wir hier auch schon Kies? Nein, haben wir nicht. Oh, Pflasterstein kommt mal komplett rein. Du kommst auch gleich rein. Ganz ehrlich, fuck off. So. Okay, Lebensmittel. Da würde ich gerne mitnehmen ein paar Äpfel und. Weißt du was? Wir ernähren uns mal ein bisschen gesünder. Das heißt, das kommt erstmal alles rein und dann backen wir uns mal hier richtig Vollkornbrot. Das geht so hier. Ach nee, ne, da muss ich da jetzt eine richtige Reihenfolge einhalten. Ich mach das jetzt mal als Rote hier. Muss ich da eine richtige Reihenfolge einhalten? Das Ding brauchen wir auch noch. Wird das Ding eigentlich mal gebraucht? Alles. Einfach mal komplett alles. Dass ich das Ding auch nicht abnutzt. Nice. So. Hier haben wir auch gleich wieder einen Platz geschaffen. Da unten. Wie viel haben wir denn noch jeweils? Wir haben jeweils noch ein Stack. Bin ich jetzt bescheuert? Da haben wir noch was. Da was von dem hellen. Haben wir da noch was? Und was war das vierte? Das vierte. Ach genau, dieses Orange. Da haben wir auch noch was. Dann mache ich das am besten mal direkt nach hier oben. Das ist mal ein bisschen sortierter. Was bist du denn eigentlich? Achso, weißer Farbstoff. Wow. Das wohl uninteressanteste, was es überhaupt gibt. So, Weizensamen und Weizen. Oat-Samen und Oat. Oat war das Dunkle, ne? Do, Oat. Autsch. Aua. Hallo? Bin ich jetzt blind geworden oder was? Das? Ja.
Dann gibt es das extrem helle Zeug. Genau, und da ist dieses grünliche Zeug. Ja, ich unterscheide Getreide nach der Farbe. Also zumindest hier. So, dann kommt Reis. Um Reis reißt man sich. Also ist aber Reis haben wir auch schon eine ganze Menge. Und dann kommt halt die ganze andere Kladderadatsch. Gut, dann können wir nämlich gleich nochmal so ein Ding hier machen. Alles. Bam. So, aber nur gleich noch richtig Platz hier drin. Easy. So, wow, was ist denn hier? Nee, das kommt in den Ofen rein, aber ich wollte noch irgendwas einbrennen. Irgendwas wollte ich noch einschmelzen, ich weiß noch nicht mehr was. Scheiße. Irgendwas wollte ich noch in den Ofen werfen. Wenn ich jetzt nur wüsste, was. Hiervon? Nee. Keine Ahnung. Okay. Dann, genau. Schmeißen wir das mal hier rein. So. Und. Weißt du was? Her damit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bap. 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 Wir haben ja hier so viele Öfen, da nutzen wir doch gleich mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bap. Bap. Weil Brot braucht halt sehr lange zum Backen, von daher macht es da schon Sinn, das ein bisschen effizienter zu machen. So, die ganzen Kies schmeißen wir gleich mal unten auch noch mit rein. Oh, das ist sogar schon fertig. Lol. Das ist aber schnell hier. Was willst du denn, mein Kleiner? Ja, weitergehen, die gibt's nicht zu sehen. Bitch. Ups, ich hab ein Tier umgebracht. Es tut mir leid. Ich kann Beweise vernichten. Wobei, zweimal Fleisch haben oder nicht haben, ne? Ich behalte's. Als Andenken. Ich schmeiß das irgendwo in die Ecke und lass es vergammeln. So, sagen wir so, Wolle. Was kann ich mit Wolle anfangen? Ach komm, ganz ehrlich. Fange ich hier an, Wolle zu sammeln? Hallo, ihr fragt ja wohl. Weg damit. Schön viel Platz geschaffen und jetzt gleich wieder hier voll klatscht mit irgendwelcher Scheiße. Ich bin ein Held. Ach, warte. So, du kommst damit rein. Kies. Weg da. Wow, wir haben mittlerweile 180 Taler. Nice. So. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Mach halt hin. Übrigens habe ich jetzt meine kleine Billigmaus rausgekramt. Und sogar noch eine andere, ältere, ne? Funkmaus. Das heißt, ich kann jetzt hier einschalten. Weil das ist sowieso so eine Scheißmaus. Und kann ich mit der klicken. Ja. Voll, um der ist jetzt nicht schade, wenn die Taste kaputt geht. Dann kann man jetzt klicken wie der kleine Weltmeister. Ja. Beziehungsweise so lange klicken, bis ich Muskelkater bekomme. Nee, Muskelkrampf. Kater kommt denn danach. Lalalala. Das ist übrigens auch die Maus, mit der ich gespielt habe, bevor ich die Maus angeschlossen habe, die ich jetzt angeschlossen habe. Und jetzt habe ich so eine Logitech-Maus dran, so eine kabelgebundene Maus, weil ich arbeite immer mit kabelgebundenen Geräten. Sowohl bei Tastatur als auch bei Mäusen. Ich hasse einfach Funk. Und deswegen kann die auch kaputt gehen, weil um die ist es mir nicht schade. Ganz ehrlich, Funk ist für mich so absolut das Letzte, was irgendwie Sinn macht. A, brauchst du dafür Batterien, was einfach komplett unnötig ist. Und zweitens sind die auch halt auch scheiße schwer und alles und überhaupt. Ich weiß, es gibt so schon leichtere Dinge, aber die sind dabei so klein, dass sie in der Hand halt. Also ich habe halt lieber so eine richtig. Ja, kennt ihr diese richtig alten Mäuse, diese richtigen Klopper? Sowas habe ich am liebsten. Sowas richtig, wo du was in der Hand hast. Was leicht ist, aber groß. So habe ich es halt am liebsten. Und sowas habe ich jetzt auch wieder. Und das ist geil. Ja, ja.
Oh, schon fertig. Lol, siehst du, wie schnell es auf einmal geht, wenn man hier mal ein bisschen nachhilft. Hallo? Da, welches hast du gerade gedrückt? Wie schnell es geht, wenn man nachhilft, Alter. Habe ich? Ja, ein Diamant, ein... Wow, also die Ausbildung ist immer wieder fabelhaft hier. Ist ja eher ein Albträumchen. Ah, komm, ich schmeiß hier noch den Dresden mit rein und dann... Achso, hier haben wir auch noch Keys. Ich drücke mal die falsche Taste hier, scheiß Kanne. Weg mit dir. Ja. Und die wieder ausschalten hier. Weg damit. So. Spielen wir mal wieder mit meiner eigenen Maus hier. So. Genug rumgespielt. Jetzt geht's ab ans Eingemachte. Operation Tunnelbau. Ach, scheiße. Meine Spitzhacke ist ja fast tot. Dann reparieren wir die gleich mal. Jetzt in der Hand den Hammer. Genau, habe ich dabei. Dankeschön. Ah, seht ihr, jetzt hat der Hammer schon mächtig gelitten. Deswegen, also, wie gesagt, ob es genau mit 4 hinkommt, weiß ich nicht. Ich habe es trotzdem nur so grob getestet. Ich habe quasi einfach mal eine Testwelt gestartet, habe da ein Werkzeug quasi komplett abgenutzt und dann halt repariert und da ging jetzt ungefähr ein Viertel von dem Hammer weg. Deswegen, also, 4 bis 5 Werkzeuge ungefähr kann man jetzt noch reparieren. Und ja, das war ein Holzwerkzeug, mit dem ich das getestet hatte. Das heißt, das Ding macht wirklich zwischen Holz und Rainbow Ore und auch Diamant keinen Unterschied. Das behandelt einfach alle Werkzeuge gleich. Liegt auch ganz einfach daran, ich habe im Quellcode ein bisschen rumgeguckt. Klar, musste ich ja, um das Ding anzupassen. Das Ding guckt quasi gar nicht, was es repariert, sondern repariert einfach komplett den Wert. Und der Wert ist halt bei Mindtest so, jedes Werkzeug hat quasi eine, ja, wie kann man die, also WEAR, wie kann man das am besten auf Deutsch übersetzen? Naja, halt, also sowas wie eine Abnutzung. Und die Abnutzung geht halt generell als 16-Bit-Wert von 0 bis 65.535. So. Und dieser Wert, den haben halt alle Werkzeuge, egal was. Und genau zu diesem Wert wird halt standardmäßig 5000 abgezogen. Ist ja wie gesagt andersrum, heißt also ein Wert von 0 heißt keine Abnutzung. Und deswegen muss man halt, um das Werkzeug zu reparieren, den Wert wieder verringern. Und ich habe halt die Reparatur, habe ich zwar gleich gelassen, aber die Eigenabnutzung war dabei gerade mal 100. Das heißt, es hätte für ungefähr 65 Schläge ausgereicht. Und das habe ich halt, für 650 Schläge ausgereicht. Und ich habe es jetzt halt auf 1000 gesetzt, sodass man jetzt quasi mit dem Hammer 65 mal zuschlagen kann. Und pro Zuschlagen werden halt 5000 Punkte hinzugegeben. Blablabla, bla, bla, Gedöns, Geschwafel, versteht sowieso keiner, der sich damit nicht auskennt. Von daher, ja. Auf jeden Fall, lange Rede, gar keinen Sinn. Das Werkzeug hält immer noch genauso lange, nutzt sich selbst aber dabei... Quatsch, was laber ich? Das Werkzeug hält kürzer, repariert dabei aber noch genauso stark wie davor. Aber wie gesagt, hat halt dabei einen höheren Eigenverschleiß jetzt. Und wie gesagt, dieser Wert, der dabei verändert wird, ist halt einfach die Abnutzung der jeweiligen Werkzeuge. Die Abnutzung wird quasi einfach verringert und dadurch, dass halt die Abnutzung für alle Werkzeuge die gleiche Skala hat, und zwar immer von 0 bis 65.000, egal ob es ein Holzwerkzeug ist oder ein Diamantwerkzeug, deswegen ist es halt auch leider so blöd, dass das quasi Holzwerkzeuge genauso stark repariert wie Diamantwerkzeuge. Und deswegen muss man da sowieso irgendwie einen Kompromiss eingehen. Und da habe ich gesagt, okay, wie gesagt, wer Holzwerkzeuge damit repariert, ist selber schuld, ganz ehrlich.
wirklich lohnt, tut sich das nur für gute Werkzeuge, wie halt Mese, Diamant, Rainbow. Und deswegen versuche ich das da so einigermaßen sinnvoll anzulehnen. Und ja, dann habe ich halt ein bisschen rumüberlegt. Ich habe sogar erst damit gespielt, das so einzustellen, dass ein Hammer für ein Werkzeug gerade mal reicht. Aber habe ich mir gedacht, denn ist das auch ein bisschen sinnfrei. Da hätte ich die Mod gleich wieder rausnehmen können, also ganz ehrlich. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, komm, ich möchte den Spielern ein bisschen entgegenkommen. Und ja, habe es deswegen halt auf 4 Werkzeuge, die man reparieren kann, eingestellt. Damit hat man halt immerhin Ersparnis von vier Werkzeugen. Was schon mal nicht schlecht ist. So, wir müssen noch... noch 8. Gut, dann können wir langsam, aber sicher mal die Kurve kratzen. Wobei, um bessere Übersicht zu haben, gehe ich trotzdem die 8 erstmal noch rein. So, dann muss man nämlich gucken. Ich mache erstmal eine Ecke. Also ich mache jetzt wirklich hier einen 90-Grad-Dingsterbumster. Nicht wundern. Ich mache das bewusst. Ich habe euch ja mal diese Kurve gezeigt vom Spawn. Vom Spawn zum Hafen. Da ging es ja auch diese Kurve rum, das Gleis, ne? Und genauso wie ich die Kurve gebaut habe, versuche ich jetzt auch mal hier die Kurve hier zu bauen. Ich hoffe mal, das wird was. Und ich mache mich nicht gleich hier zum Affen. So. Jetzt muss man gucken, wie viel haben wir noch? Wir haben noch 18? Habe ich nicht gerade... Stand da nicht gerade etwas von 8? Oh, ich habe die falsche... Ich habe hier drauf geachtet, nicht darauf. Oh, da haben wir noch ein Stück vor uns. Ach, ich schon wieder hier. Was macht denn hier für ein dummes Zeug, Alter? Oh, wir sind fast fertig. Wir brauchen nur 390.000 Steine. Schwanz. Ach ja. Gänge in Dixabuster Kloppen ist immer das Spannendste überhaupt. So, Spitzhacke ist schon wieder fast tot. Ich würde mal sagen, ich lasse es dann auch so, bevor die noch kaputt geht. Renn! Doink. Dann würde ich mal sagen, machen wir auch erstmal Folgenpause. Und Sprint vorbei. Yay! Das sollte da so grün vor, Alter, ist ja richtig. So richtig türkis. Seht ihr das? Da, so extrem saftig, so türkisgrün. Gott, sieht ja eklig aus. Lalalalalalalalala. Oh, wer bist du? Oh ja, geht. Ah, sehr viel Diamanten und so kommt nicht gerade raus. So, Werkzeug. Du einmal darauf. Wie reicht es doch für mehr? Ich glaube, es ist doch eher 5 bis 6 Werkzeuge. Da muss ich wohl noch mal ein bisschen tweaken. Da war wohl meine Testreihe nicht ganz so erfolgreich. Das Problem ist halt eben, ich muss halt auch selber das Werkzeug erstmal kaputt machen, um es reparieren zu können. Und ja, ist natürlich, ne? Ja. Habe ich eher schlampig gemacht, scheinbar. Das Nachgucken und das Schätzen. Weil ich halt auch nicht Bock hatte, erstmal 4 Äxte kaputt zu machen. Ups, nein, was? Das da. Aber naja. Andererseits, ganz ehrlich. Dann reicht es halt für 6 Werkzeuge. Pff, Hauptsache nicht mehr für 40. Oder in dem Fall 60. Es war halt einfach viel zu viel. So, du kommst doch noch mit rein. Diese Shift Keys kann ich eigentlich gleich komplett rausnehmen. Das kann eigentlich gleich in die Kiste. Da rein. So.
Sehr schön. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Cobblestone. Das kommt hier gleich mit die Kiste rein. Wobei die mittlerweile auch voll ist. Das heißt, ich korrigiere, sie ist jetzt voll. Das heißt, das, was jetzt noch anfällt an Cobblestone, werde ich dann auch direkt vernichten. Brauchen wir nicht. Ja, und dann würde ich mal sehen. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. In dem Sinne, schau mit V. Ah, zwei Diamanten. Yay! Tschüss.